Hallöchen, da bin ich wieder. Ja, was machen wir denn heute? Oder was mache ich heute? Ich habe mir überlegt, ich packe mal wieder aus. Ich habe hier nämlich noch das Zeug-Jubiläumsmodell. Ja, das werden wir jetzt mal gemeinsam aus der Verpackung holen und gucken uns das mal an. Ist für mich auch so ein bisschen Premiere. Ich weiß zwar, was da drin ist, aber ich habe die noch nie so wirklich rausgeholt, ne? Okay, dann wollen wir mal anfangen. Sepp ich mal immer rum und dann kicken wir mal, was da alles so Schönes drin ist. Viel Spaß dabei. So, und da haben wir nun das Zeug-Jubiläumsmodell. War ein Galeriemodell letztes Jahr, 2023, ja, wenn mich nicht alle täuscht. In der Nostalgieverpackung. Finde ich ganz toll. Ich glaube, fast alle von uns kennen noch diese alte Verpackung, die ihr damals von Zeug her habt für die 2310. Und genau die haben wir hier wieder. Finde ich persönlich auch mal ganz geil. Ist mal was anderes mit dazu. Gab's diese tolle Begleitheft. Da findet ihr eigentlich alles zum Vorbild und zum Modell. Und lass mich lügen, ja, auch natürlich zum Modell selber bei Zeuge und BTTB noch ein bisschen auseinandergedröselt. Also nicht nur so stumpf mal kurz, hier wurde denn zum ersten Mal, aber das, sondern da sind auch ein paar Hintergrundinfos mit dabei. Ganz schicki, dann kicken wir mal, was uns da drin erwartet. Also, Uffelbau ist die natürlich wie alle anderen Verpackungen, die wir so alle kennen aus unserem Repertoire. So, bei dem Modell ist der Tender getrennt. Beim letzten, beim Vimo-Modell, da hatte ich mich ja gefragt, ja, nein, vielleicht. So, hier haben wir die Zurüstteile. Die Lok selber und den Tender. Sage ich gleich noch was dazu. Ist auch wieder so ein Abenteuer. Und hier natürlich der Waschzettel drin. Ja. Würde ich mal sagen, ich hole die mal raus, stell die mal auf ein Stück Gleis. Dann kicken wir sonst mal genau an. Vorher sei noch gesagt, beim Rausholen immer vorsichtig. Hier ist das ganz, auch wieder ganz gut gelöst. Mit diesen Folien, die hier so drin sind, die man so zusammennudelt und dann kann man einmal vorsichtig dran ziehen und kann das Modell rausholen. Finde ich ganz praktisch. Muss ich mir auch erstmal dran gewöhnen. Wenn man es nicht kennt, also wo ich wieder angefangen habe damit, muss ich ja erstmal überlegen, hä, warum? Aber nun weiß ich warum. Sehr geil. Aber nun stellen wir sie mal aufs Gleis. So, und da kommt sie. Ja, ist schon eine schöne Maschine. Leider Gottes habe ich festgestellt, die ist vorne zu leicht. Also finde ich jedenfalls. Ich muss da echt mal gucken, ne? Zack. Ja, leider immer wieder dieses Problem, dass sie die Räder denn stehen bleiben. Ich würde das jetzt einfach mal auf mangelndes Gewicht zurückführen. Tja, und Kontakte, ja. So, da nochmal als Rückwärtsläufer.
Mal kurz über meine Baustelle. Ja, leider habe ich das Gefühl, dass sie zu leicht ist. Aber das muss ich jetzt mal noch ein bisschen ausprobieren. Ich muss mal gucken. So, ach, der Akkuschrauber. Gott, steht nicht irgendwas im Weg? So, und dann noch mal in die andere Richtung, weil aufgrund der Baustelle leider nicht gerade ganz im Kreis sieht. So, mal den Akkuschrauber umgehen. Okay, sag ich mal, ist definitiv noch ein bisschen verbesserungswürdig. So, und da sind wir wieder zurück von der Baustelle. Tja, noch mal kurz zu den Zurüstteilen. Das ist auch wieder sehr umfangreich alles. Also man kann die, wenn man die nur in die Vitrine stellt, kann man die wirklich komplett zurüsten. Na, die Tilichtkupplung raus. Kupplungshaken, alle Bremsschläuche, alle hier drin. Sehr umfangreich. Finde ich sehr geil. Ist ja bei allen Modellen so, aber gravieren es einfach nochmal. Ja, sonst die Lok. Was soll ich sagen? Eigentlich ein schönes Modell. Gefällt mir. Vom Optischen ist die richtig toll, finde ich. Sehr, sehr geil. Aber bis die auf meiner Anlage, also auch auf meiner Baustelle, vernünftig fährt, glaube ich, muss noch eine Menge passieren. Also die ist, vorne ist die definitiv, also die Lok selber ist viel zu leicht. Da muss definitiv Gewicht rein. Das ja, geht gar nicht, finde ich. Also schade eingehe. Oder die Achsen laufen einfach zu schwer. Ich habe sie getestet, daran liegt es nicht. Die Lok ist einfach viel zu leicht. Und darum ja, blockieren oder bleiben dann halt auch mal die Räder stehen. Der auch nicht so toll aussieht und dadurch schiebt die sich auch manchmal über eine Weiche so rüber und entgleist dabei. Schade. Aber dafür ist man ja Modellbauer da. Modellbauer, da bastelt man halt was. Kommt halt Gewicht rein. Der Tender, okay. Eigentlich könnte der auch ein bisschen mehr Gewicht vertragen, aber passt schon. Er fährt, er macht, was er soll. Kontaktschwierigkeiten hatte ich jetzt ein paar. Kann vielleicht daran liegen, an dieser tollen Verbindung. Das finde ich relativ tricky. Weil diese Verbindung, das ist wirklich sehr fummelig. Wenn man mal noch mal guckt, ne, diese kleine, ups, da, diese kleine Futzelding da. Also ich bin ja nun auch schon ein bisschen in die Tage gekommen, ne? In die Tage, in die Jahre gekommen. Und dieses Futzelding auf der anderen Seite in diesen winzigen Schlitz zu kriegen. Schwierig. Sehr schwierig. Also ich trage nun schon eine Brille. Auf jeden Fall zum Lesen. Und natürlich auch beim Basteln habe ich die Brille auf. Weil sonst ist es mal schlecht mit was sehen. Aber da war ich echt, das war eine Geduldsprobe. Das war definitiv eine Geduldsprobe. Aber wenn sie einmal zusammen ist, dann ist er auch zusammen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt so. Die habe ja auch schon andere Verbindungen, ne? Diese Easy-Verbindung von der 52. Ja, ist schön, aber da kriegst du halt nicht viel durch. Es sind ja nur zwei Kontakte und das war dann, da ist ja mit der Digitalisierung auch ein bisschen schwierig. Hier ist natürlich mehrpoliger Stecker. Okay, das ist jetzt, glaube ich, ja mal auf hohem Niveau. Aber wie gesagt,
zu leicht. Dagegen kann man aber was machen. Sonst schönes Modell, finde ich sehr geil. Dieser Nostalgieverpackung mit den Hintergrundinformationen. Schön, schön. Wollte ich euch einfach mal zeigen. Hatte ich mir mal gegönnt. Was heißt gegönnt? Ich fand, die hört einfach dazu. Wenn man da so ein bisschen TT-Bahn verliebt noch ist. Ich habe das ja schon in meiner Kindheit gehabt. Von daher ist halt so ein bisschen Geschichte. Ja, okay, das sollte gewesen sein zu diesem Modell. Ganz schick, ist leider nicht mehr erhältlich. Manchmal taucht ja sowas noch auf auf einschlägigen Plattformen. Ja, zwar nur selten, aber sie taucht noch ab und an mal auf. Sonst ein schönes Modell. Mal gucken, was so als nächstes kommt. Ich habe da noch ein paar Sachen zum Auspacken. Gucken wir mal. Definitiv gibt es demnächst wieder ein bisschen Bautagebuch und schauen wir mal. Ich habe noch ein paar Reparaturen da. Ich glaube, da halte ich auch mal wieder die Linse rauf. Könnte interessant werden. Okay. So. Das soll es gewesen sein für heute. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Freue mich über jeden, der hier neu abonniert hat, dazugekommen ist und immer tapfer mit mir zusammen das durchlebt. ansonsten, ja, danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen da oder auch nicht, wie auch immer, ein Abo da oder auch nicht. Ich würde mich auf jeden Fall über alles freuen. Schicki. Ach ja, übrigens, demnächst gibt es noch Weihnachtsmänner. Die kommen gleich demnächst, glaube ich. Also sehr zeitnah, sagen wir mal so. Okay, jetzt ist aber Schluss. Bis zum nächsten. Tschüssikowski, bis bald.